Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist genau die 100. Folge von Witcher 3 Wild Hunt, die wir sofort mit Ciri beginnen wollen. Es ist ja ein bisschen her, dass ich Folge 99 hochgeladen habe und es ist noch wesentlich länger her, dass ich Folge 99 gespielt habe. Also ich habe jetzt bestimmt 4-5 Wochen komplette Witcher 3 Pause gehabt und ich habe mir gedacht, Mensch, dieses Wochenende muss es einfach mal so weit sein und die 100. Folge muss ganz einfach für euch folgen. Okay, alle sind tot. Rittersporn sitzt da unten auf dem Pferd irgendwie ein bisschen fest. Ich schätze mal, ich muss hier in die Festung hinein und dann schauen wir ganz einfach mal, wie es weitergehen wird. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Ciri! Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ja, nee, ist klar. Darum geht es dir hier, oder was? Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Siggi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenait, Bundro Itne Iacus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Venen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist ins Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige?
Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Ziemlich viel Story heute, muss ich mal gestehen. Ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, frei zu reden. Können wir das vielleicht wesentlich während der Ladezeit nutzen? Ciris Geschichte, halsbrecherisches Tempo abgeschlossen. Und unser Reiseziel wäre vermutlich jetzt endgültig mal Skellige, oder? Punkte haben wir auch noch ein paar verfügbar. Können wir eventuell mal noch in dieser Folge schnell einlösen und questmäßig in Ciris Fußstapfen und eben Reiseziel Skellige. Und mittlerweile haben wir auch Stufe 17 mehr erreicht. Das ist ja schon eine ganze Zeit lang auf der Agenda erschienen, aber bis dato hatte ich ganz einfach noch nicht das benötigte Level. Und ich glaube, heute für Folge 100 wäre das ja eigentlich mal eine ganz schöne Sache, dass wir nicht noch weiter den Nebenquests nachgehen, sondern dass wir einfach versuchen, einen Hafen zu erreichen, um nach Skellige zu gelangen. Generell ist es überhaupt so, dass ich so längere Zeit jetzt bei Witcher 3 Pause gemacht habe. Zum einen, weil ich ganz einfach wesentlich, ja, ich will nicht sagen wichtigere oder andere Dinge zu tun hatte und immer ja noch ein paar Folgen auf der Festplatte hatte, die ihr nach und nach gucken konnte. Dann ist natürlich das Interesse allgemein so ganz klein ein bisschen gesunken, so dass ich das Gefühl hatte, es reichte auch, wenn irgendwie alle 2-3 Tage mal eine Folge kam. Und dann ist es wirklich so, wenn du einmal so eine Pause in so einem Spiel hast, also wirklich 4, 5, 6 Wochen nicht gespielt hast, dann fällt es dir natürlich doppelt so schwer, dann nochmal den Einstieg zu finden. Und dann ist es auch so, dass wenn du schon 100 Folgen gespielt hast und du so gar nicht ansatzweise das Gefühl hast, du kommst so auch mal zum Ende, dann ist das, fühlt sich das ganz einfach so ein bisschen schwerlich an beim Let's Playen, sage ich jetzt mal. Gar nicht so sehr, dass du das Spiel nicht spielen willst, aber dass es beim Let's Play doch so ein ganz klein bisschen träge wird, auch wenn es immer wieder toll aussieht. Warum haben wir Gewitter? Schlechtes Wetter für mich. Und würde ich mal sagen, gucken wir mal, dass wir hier irgendwie einen Captain finden, der uns da mitnimmt. Da unten stand schon was. Hauptmann, können wir mal das erste Gespräch vielleicht mitführen. Vielleicht nimmt uns die junge Frau ja mit. Das wäre ja nicht so schlecht für uns. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Okay. Ne, guck mal, nur auch noch die gleichen Antworten. Dann wechseln wir jetzt halt auf Leb wohl, Frau Hauptmann. Ich wäre ja wesentlich lieber mit einer Frau mitgefahren. Wen wundert das jetzt? Aber man konnte ja vorhin auf der Karte schon so 3 Ziele sehen. Also vermutlich klapper ich erst jetzt mal so ein bisschen die Schiffe ab und guck mal, dass ich beim richtigen angelangt bin, bis ich da mitfahren kann. Ja, zum Thema 100 Folgen und wie geht's weiter bei Witcher 3. Ich habe ja von Beginn an betont, dass ich das auf jeden Fall zu Ende spielen will. Und da stehe ich auch heute noch zu. Und das möchte ich bis heute auch noch für mich selber ganz einfach machen. Ich vermute aber, dass ich mich ein ganz klein bisschen mehr an den Hauptquests entlang angeln werde, damit das ganz einfach nicht auf 500 Parts ausgeweitet wird. Denn jetzt, es kommen ja jetzt immer mehr Spiele. Man weiß gar nicht mehr, was man noch spielen soll. Hexenjäger? Ja, das kann eigentlich nicht sein. Wo haben wir jetzt hier jemanden? Naja, und ich glaube, dass man immer mal wieder so eine Nebenquest mit eingestreut bekommt. Das ist ja auf jeden Fall, die sich einfach so im Lauf des Spieles entwickelt. Aber ich bin ja eine ganze Zeit lang auch wirklich dazu übergegangen, dass ich einfach wirklich versucht habe, alle Nebenquests abzuarbeiten, die in dem Gebiet sind. Na, ist zu. Die in dem Gebiet sind oder die so noch unter meinem Level waren, dass man gesagt hat, okay, komm, mit Level 10 machst du jetzt die Level 8 Quests und so, damit du das aufgearbeitet hast. Hier ist irgendwie gar keiner, oder? Ah ja, jetzt wird das auch gar nicht mehr hier angezeigt als Ziel. Uah. Leichte Verwirrung beim Gamepad-Gameplay. So rum. Ach.
Schwimmen tun wir aber nicht, oder? Nee, wir laufen ganz normal den Pier entlang. Ich werde mal schauen. Jetzt bei mir ist es wirklich gerade Samstagmittag und ich vermute, dass die Folge hier Samstagabend online gehen wird. Ist auch mal zur Ausnahme eine Folge in WQHD, also mit einer Auflösung von 1440p, also von 2560 mal 1440 Punkteln. Und ich werde dann fürs reine Let's Play werde ich dann aber wieder auf 1080 zurückgehen. Das ist für mich von der Verarbeitung einfach mindestens ein Drittel schneller. Und wenn es dann darum geht, sag ich jetzt mal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Parts nochmal zu machen, dann im Endeffekt macht sich das natürlich bemerkbar. Bei einer einzelnen Folge jetzt hier, wie bei Part 100, da sag ich mal, scheiß drauf, da passt das vielleicht nochmal ganz schön rein, dass es auch nochmal in einer höheren Auflösung läuft. Aber für in Zukunft werde ich wieder 1080p, 60 FPS auswählen. Das macht sich einfach insgesamt in der Verarbeitung, beim Upload und so einfach leichter. Und wie gesagt, das macht sich dann auch über die Menge der Videos bemerkbar. Hier ist auch irgendwie niemand, der aussieht wie ein Captain, oder? Nur so Matrosen. Ich hab zu tun. Tja, und nu? Muss ich das Schiff selber lenken, oder was? Ah ne, da oben steht einer. Ich verzichte heute auch mal komplett auf Plündern und irgendwie alles aufnehmen. Wollen lieber mal Gespräch suchen. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Nach Flachmann. Okay. Das ist jetzt gerade so ein bisschen so ein Szenario innerhalb des Spieles, wo ich mich persönlich so ein bisschen, ich will es nicht sagen verarscht fühle, aber wo ich dann auch manchmal weiß, warum ich jetzt bei Folge 100 und nicht gerade bei Folge 50 bin. Denn im Grunde genommen hätte es ja gelangt, wenn wir wirklich am Hafen angekommen wären und irgendjemand hätte diese Frau hätte sofort gesagt, naja, geh halt in die Kneipe, da findest du halt irgendeinen Kapitän, der das schon macht. Nee, stattdessen bin ich jetzt erstmal drei Schiffe abgelatscht, so gefühlt. Ne? Und das ist irgendwie immer was, was natürlich dann dazu beiträgt, dass das Spiel sich auch so ein ganz klein bisschen in die Länge zieht. Da ist er aber wenigstens jetzt schon. Captain Wolfstein. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellige. Hat Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug, gell? Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Einmal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Leinen los! Ja, dann mal Leinen los hier in Richtung Sonnenuntergang. Oder ist das Richtung Sonnenaufgang? Man weiß es gerade nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. So, während ich hier die Schwerter abgestellt habe, frage ich mich gerade ehrlich gesagt, ob ich mal mein Equipment checken sollte, was ich da so an Ausrüstung noch dabei habe. Das sollte ich vermutlich auch mal machen. Ich würde jetzt drauf wetten, dass jetzt eine Kampfszene kommt, oder? Die ganze Zeit ging es darum, dass die Schiffe angegriffen werden. Hat uns jetzt nicht wirklich verwundert, dass das kam, oder? Aber schön, Reiseziel, Skellige. Erstmal wieder ein bisschen gucken. Also ich bin jetzt auch im Kämpfen
echt schlecht drauf, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht mal mehr genau, welche Tasten man sofort drücken muss zum Ausweichen. Ausweichen ist, glaube ich, B und schneller Schlag ist, glaube ich, X, oder? Na, man weiß es nicht. Wir werden das hier schon irgendwie überstehen, schätze ich mal. Gegner sind auf jeden Fall erstmal ein bisschen dankbar, auch wenn es so eine Übermacht ist. Momentan fühle ich mich hier eigentlich noch, naja, ich will jetzt mal nicht sagen sicher, ich erleide ja schon eine Menge Schaden, aber es geht noch irgendwie alles noch im grünen Bereich. Auch noch nicht zu sehr vergiftet hier mit Donner und Schwalbe. Steckt trotzdem irgendwie eine Menge Zeugs ein, oder? Ja. Haben wir aber geschafft. Wen wundert das? Mit mir als Hexer an Bord konnte das ja quasi überhaupt nicht schief gehen. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Wie geil der Wolf aussieht, oder? Flatterst du öfters Leichen? Flatterst du jede Leiche, die an Land gespült wird? Eine Leiche zu plündern ist kein Diebstahl. Ich bin ein Inselbewohner. Ich sähe nicht und ich ernte nicht. Das Meer bringt mir meine Nahrung. Du warst auf der Atropos, oder? Ja, ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Artskellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Jennifer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke, mach's gut. Also der Wolf, dass ihn jetzt der Wolf begleitet, das fand ich mega cool. Dass der Wolf gerade gegen Plötze läuft, ist jetzt lässt jetzt gerade den Coolness-Faktor irgendwie geringfügig sinken. Und da konnte man jetzt auch im ersten Moment mal in dieser Zwischensequenz ganz cool dieses Nvidia Hardwork sehen, dass das auch bei den Tieren richtig schön greift, oder? Ach, schon schön. Vielleicht sollte ich mich jetzt so langsam mal, nachdem ich 100 Parts gemacht habe im Let's Play, auch mal doch ein bisschen mehr mit den Mods beschäftigen. Ich fand das zunächst ein ganz klein bisschen langweilig zum Thema Hexer 3. Oh, was ein schönes Szenario, oder? Auch mit dem mit den zerstörten Schiffen da im Hintergrund. Speichern. Ja, speicher mal. Was ist nochmal die Taste für Schnellspeichern? Ist das F9 oder F5 bei Hexer? Meine Güte, habe ich das so lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, es war F5. So, egal. Fortfahren. Weiter so Plätze. Weiter so Plätze. Und auch jetzt hier schön von der Optik, oder? Ich mag das ja hier irgendwie. Rennt jetzt so ein bisschen im ersten Moment an den Himmelsrand. Wollte ich jetzt gerade schon wieder die Skyrim-Vergleiche ziehen. Aber so ein bisschen so von der Vegetation, von der Landschaft, oder? So mit diesem nördlichen Look und den Felsen. Was ist das? Ist das so der... Wie sagt man dazu? Ich wollte gerade sagen, der Hals von dem Schiff. Wie nennt man das vorne bei so einem Schiff?
Man weiß es nicht. Wer das jetzt gerne bei Wikipedia nachschlagen möchte und unter das Video posten könnte, da recht herzlichen Dank dafür. Plötze hingen hier gerade so ein ganz klein bisschen fest. Wollen wir einfach mal sehr relaxed den Weg entlang reiten. Ich habe auch heute nicht auf die Uhr geguckt, nicht auf den Timer geguckt. Ich schätze mal, wir sind jetzt irgendwo zwischen, naja, 15 Minuten sind wir schon drüber. Haben wir schon 20 Minuten voll? Ich weiß es im Moment gar nicht. Ich reite ganz einfach mal hier noch ein bisschen durch die Landschaft, würde ich sagen. Und ja, vielleicht zum Abschluss der 100. Folge gilt natürlich dann immer noch der absolute Dank den treuen Zuschauern. Neue Markierung, Abzweigung, ist klar. Den treuen Zuschauern, die bis hierhin geguckt haben, die auch ausgehalten haben, wenn ich mal eine Woche kein Video zum Hexer 3 gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe das ja immer so ein bisschen als privates Projekt angesehen, dass ich das halt einfach für mich spiele. Und wenn ihr zugucken wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Und in den nächsten Tagen, Wochen wird es dann auch vermutlich wieder wesentlich regelmäßigere Parts dazu geben, da ich jetzt so einige Jobs, die ich zu erledigen hatte, die mit YouTube und mit Videospielen zum Teil zu tun hatten, die aber trotzdem gar nicht auf YouTube aufgetaucht sind, erledigt habe. Ich habe jetzt hier mein Zimmer umgebaut, ich habe noch Sachen für Asus zu erledigen, für verschiedene Publisher, ich fliege die Tage nochmal nach London und das sind so viele Sachen, die bekommt ihr teilweise gar nicht mit. Und ja, aber ich hoffe jetzt mal, kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein, der Herbst kommt, mehr Regen kommt, weniger Sonnenschein, mehr Zeit drin, mehr Zeit für Let's Play. Danke für alle, die bis Part 100 dabei waren. Plötze bedankt sich, verneigt sich, bis zum nächsten Mal und haut rein.